Servus, hallo, ich bin's, MarsiXD, ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein normales Nuklear-Gameplay, nettes Nuklear-Gameplay, keine Ahnung, was gerade im Hintergrund ist, aber wir sehen uns so gesehen das erste Mal seit einem ganzen Jahr. Oh mein Gott, diese Witze sind so nervig auf Dauer. Auf jeden Fall ist es das erste Video im Jahre 2016. Und wir bleiben mal ganz klischeehaft. Ich bin zwar heute mal wieder, es ist Montag, ein wenig abgefuckt, Augenringe und so, und ich könnte natürlich jetzt sagen, es war ja auch in der letzten Zeit ein bisschen weniger bei mir auf YouTube los. Ja, ich war über Weihnachten voll im Stress, voll unterwegs, und über Silvester habe ich richtig hart gefeiert. Naja Leute, ich bin ehrlich zu euch, Fehlanzeige, ich war im dauerhaften Black Ops 3 Suchtmodus und ich bin einfach nur abgefuckt. Leute, ich habe glaube ich echt gerade gar kein Leben. Was schon ein wenig traurig ist, aber das ist natürlich ein ziemlich guter Anlass, einfach mal ein Vorsätze fürs Jahr 2016 Video zu machen, und wir verschwenden am besten gar keine Zeit und legen los. Übrigens, wieso ich gerade so im Grind-Hype-Modus bin, naja, Zelos 2 ist so gut wie am Start und ich habe ja mit meinem Team eine Wildcard bekommen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, und deshalb bin ich hart am Trainieren, also richtig hart. Aber ich will gar nicht so viel verraten, demnächst gibt es noch einige Videos über dieses Thema. Aber wenn ihr schon gehypt seid, lasst es mich wissen. Auf jeden Fall Vorsätze. Wir kommen erstmal zu der einen Sache. Seit Black Ops 3, seit dem Release, bin ich echt zu einem kleinen Kellerkind geworden. Denn ich verlasse echt selten das Haus, ich fress echt viel Müll. Und mein Sportwille ist auch ziemlich gering. Und ich merke schon langsam, wenn man keinen Sport macht, Leute, ich war immer früh, bin ich regelmäßig joggen gegangen oder habe so ein bisschen trainiert, dann fühlt man sich auch dementsprechend ganz gut. Und seitdem ich nichts mache, fühle ich mich echt schon, jetzt nicht total am Arsch, aber man fühlt sich nicht so ganz so befreit. Und gerade wegen dem ganzen Call of Duty Gesuchte bräuchte man schon einen Ausgleich. Deshalb nehme ich mir vor, spätestens die Woche endlich mal wieder, sag ich mal, in Richtung Sport mehr zu machen und auch ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten, nicht immer irgendwelche Pizza-Burger, ne Spaß, das ist kein Product Placement, irgendwelches Fastfood in mich hineinzustopfen, das mache ich nicht. Denn Leute, wenn ich so weitermache, könnte ich echt langsam fett werden. Dann müsste ich vielleicht bei The Biggest Loser oder so mitmachen, denn ich habe schon ein paar Kilo, no homo, zugenommen. Aber ihr müsst wissen, ich war als kleines Kind, als 14-Jähriger immer noch richtig fett. Ich blende euch mal ein Bild ein. Marcy, 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 Marcy. Ich war eh so gesehen fast ein kleiner Jake Harper. Aber ich meine, bis 15 Jahre kann man eigentlich noch fett sein. Oder sogar bis 16, keine Ahnung. Am besten so, wie man sich fühlt, ist es am besten. Aber Leute, ich merke langsam, ich sollte einfach wieder ein bisschen mehr rausgehen und Sport machen. Deshalb ist das so gesehen mein erster Vorsatz. Dann der zweite, ganz klassisch, ist einfach mal, ihr habt, denke ich mal, die Schule, ich habe mein Studium. Ich möchte schon mein Studium halbwegs bestehen. Ich denke mal, ihr kennt das Gefühl. Im neuen Jahr sagt ihr euch immer, boah, ich muss dieses Jahr richtig gute Noten schreiben. Und dann lasst ihr es am Ende eh wieder schleifen. Aber ich möchte einfach das Studium befriedigend absolvieren, sagen wir es mal so. Und dann die dritte Sache ist eigentlich, naja, ich könnte natürlich, klar, auf jeden Fall YouTube nennen. Denn ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall wieder richtig mit YouTube durchstarten. Ich möchte so gesehen den alten Glanz von MarsiXD wieder erwecken, falls ich irgendwann mal irgendwie Glanz hatte. Und ich möchte einfach, dass ihr so gesehen mir sagen könnt, dass ich von euch die Bestätigung habe, dass ich zwar der alte Marsi noch bin, aber trotzdem sozusagen mit neuen Ideen, mit neuen Formaten trumpfe und einfach, ja, richtig nice Videos für euch mache. Und deshalb bin ich immer sehr für Feedback offen. Und generell, ich könnte natürlich jetzt eine Abonnentenzahl sagen, ich nehme mir 1 Million Abonnenten vor als Ziel, aber ich lasse es einfach mal flowen und wir schauen, was uns so entwickeln wird. Und dann die letzte Sache ist, dass ich einfach viel Neues erleben will, weil es ist ja so, dass viele Menschen, oder dazu gehöre ich auch teilweise, hin und wieder ein bisschen zu sehr in der komfortablen Zone, so nenne ich es mal, festsitzen. Man macht immer das Gleiche und ich will dieses Jahr einfach mal was komplett Neues ausprobieren. Sei es mit Reisen, neuen Dingen ausprobieren, was weiß ich, neuen Sportarten oder einfach irgendwelche neuen Städte entdecken. Ganz viele Sachen gibt es da eigentlich und was es genau ist, weiß ich selber noch nicht. Aber ich denke mal, das ist einfach eine gute Erfahrung, das sind gute Erfahrungen, um selber als Person zu wachsen. Und das wären so im Endeffekt meine 3 bis 4 Vorsätze gewesen. Die sind natürlich auch ein wenig alle miteinander verknüpft, denn ich versuche natürlich einfach alles zu erreichen. So zusammengefasst einfach mein Studium hinkriegen, mit YouTube einfach mal wieder richtig am Start sein und natürlich nicht dabei irgendwie zu dem 150 Kilo Fettsack zu werden, nein, sondern einfach immer noch
so dass ihr mir auf der Gamescom weißt, dass ihr immer noch auf der Gamescom, dass ich nicht auf der Gamescom total schwitze und plötzlich einen Sonnenstich kriege, weil ich so viele Kilos auf mir drauf habe, weil ich habe, glaube ich, schon ein paar Backen bekommen, aber ist ja auch irgendwie ganz für den Winter zumindest, nein, süß ist es nicht, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mir eure Vorsätze in die Kommentare und falls ihr mal mehr von solchen alten Mars-XD-Kinderbildern sehen wollt, denn ich habe da noch echt viele drauf, dann lasst eine Bewertung da, adios und ciao, das war's mit Mars-XD, pew!